Hallo liebe Aufrufer, eine neue Lichtgeschwindigkeit. Ich freue mich, dass Sie sich im Moment Zeit nehmen, hier die Knöpfe zu drücken. Das ist hier in Echtzeit gemacht. Es ist heute Sonntag, der 7. Juli 2013. Und ich habe inzwischen beobachtet, dass wenn mein Akku in der Kamera zur Neige geht, wird tatsächlich die Aufnahmequalität schlechter. Insbesondere die Bilder werden schlechter, bis der von selber einfach zumacht, abschaltet, mangels Strom. Also mein Thema ist hier, ich möchte jetzt meine Bitte an den heutigen CDU-Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière wenden. Bitte, lieber Herr de Maizière, beenden Sie Ihre Tätigkeit als Bundesminister der Verteidigung mit den Aufgaben Militärpolitik, Kriegspolitik und so weiter. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, Ihnen nachzugehen. Es bringt nichts. Es erinnert mich immer, wenn ich Sie sehe, zu Pressefotos, PR, mit dem Flugzeug in Tag- und Nachtaktionen zum Fototermin nach Afghanistan zu fliegen und Sie tragen dann diese Sonnenschlapphüte in Militärtarnfarbe. Das geht nicht. Es erinnert mich wirklich, ich kann das gar nicht sehen. Mein inneres Auge blendet mir dann das, was ich auf dem Foto sehe, über. Ich sehe dann hinter dieser Pferdekutsche den Untertan von Heinrich Mann herlaufen mit seinem Bratenrock und dem Zylinder und wie er dann hinter der Kutsche herwinkt. Ja, hurra, hurra, der Kaiser, und fliegt auch noch auf die Fresse, weil er dahin stolpert, der Tölpel, der Untertan. So kommt mir der Fototermin von Thomas de Maizière mit seinem Bundeswehr-Tarn-Sonnenhut in Afghanistan vor. Es hat keinen Sinn. Es ist nun heute schon wieder eindeutig hervorgetreten. Es gibt ein neues Thema nach Eurohawk und Euro-Hubschraubern. Jetzt also nicht nur die wahnsinnigen Milliardenverluste, sondern der Eurofighter, die Beschaffung funktioniert nicht. Jetzt hat man also viel zu wenig Fighter von der EADS bekommen, als man für die vielen Milliarden, die man da hingegeben hat, hätte haben müssen. Jetzt ist sozusagen die Ausrüstung nicht vollständig. Das sind alles Sachen, für die de Maizière angetreten ist, ausdrücklich nachdem seine Blindfische-Vorgänger Franz Josef Jung der CDU und Karl Theodor zu Guttenberg CSU Abflug machen mussten mit großen Sprüchen, was sie alles geleistet haben. In Wirklichkeit haben sie lediglich die Bundeswehr zerschlagen, und das Gleiche findet jetzt unter de Maizière mit der Ausrüstung, der Beschaffung und der Geldpolitik statt. Das reicht immer nicht. Irgendwie kriegt das nicht hin. Also lieber Herr de Maizière, untertanmäßig, kaufen Sie sich ein Buch von Heinrich Mann, der bekannte Onkel von Klaus Mann oder Golo Mann, oder es gibt viele Männer, die alle sehr begabt waren. Und sehen Sie ein, Sie sind kein Staatsmann. Sie sind schließlich ein Pflichterfüller mit Ärmelschonern, der auch nach Vorschrift die Fototermine macht. Aber letztlich der Gedanke, Nachfolger im verantwortungsvollen Amt der Bundesregierung, Bundeskanzler, Staatschef, nein, das hat jetzt im Grunde genommen keinen Zweck mehr, und Sie tun sich keinen Gefallen damit. So, das wollte ich sagen. Ich habe hier die Neue Zürcher Zeitung als Ausweis fürs Datum hier. 6. 7. Juli heute, der Sonntag, die Wehrpflicht verteidigen, hat man in der Schweiz festgestellt, wäre sinnvoll, wenn die Armee funktionieren soll. In Deutschland hat man sie abgeschafft, und so geht's weiter. Danke für den Aufruf.